Blockaden im Gesicht erkennen und sofort lösen, klingt zu schön, um wahr zu sein? Es ist wahr und in diesem Video zeige ich dir, wie es geht. Ich erkläre dir drei Blockaden, die man im Gesicht erkennen kann und liefere dir auch eine Lösung dazu. Und bleib bis zum Ende dran, da erfährst du, was mich viele, viele Jahre total blockiert hat und wie ich es geschafft habe, mit Hilfe von Face Reading diese Blockade, diesen Stolperstein schnell zu lösen und zu verwandeln. Als erstes schauen wir uns das Jochbein an. Das ist dieser Knochen hier im Mittelgesicht. Und wenn der breit ist, wie hier auf diesem Foto, dann bedeutet das, der Mensch hat die Stärke, Kampfgeist zu entwickeln, Beharrlichkeit, Fleiß, Einsatzfreude. Das sind ja eigentlich tolle Qualitäten, Stärken, Talente. Wie kann diese Stärke nun zu einer Blockade werden? Wenn wir im Face Reading wahrnehmen, und das geschieht durch geschulte Wahrnehmung, dass ein Areal quasi übergriffig wird und andere Areale so dominiert, dass sie gar keine Chance haben, zum Zuge zu kommen, dann kann diese Stärke zu einer Blockade werden. Bedeutet, wenn es harmonisch ist oder ruhig, wie sich vielleicht andere Anteile in einem Menschen es sich wünschen, fängt das Jochbein an, unruhig zu werden und vermisst den Kampfesmodus. Und es fängt an, sich Widerstände aufzubauen, damit es kämpfen kann. Das ist meistens ein unbewusster Vorgang, der immer wieder stattfindet, sich wiederholt und für einen Menschen blockierend sein kann. Weil das Gefühl, warum kann es nicht mal leicht gehen? Warum muss es immer schwer sein, stellt sich ein und wird als Blockade, als Stolperstein empfunden. Was kann man da machen? Wenn wir in einem Gesicht erkennen, dass sich das Jochbein breit macht, dass es so strahlt oder so eine Energie hat, dass es dominant ist, kann man den Menschen darauf hinweisen, du bist der Chef im Ring, die Chefin, die dieses Jochbein auch im Zaum halten kann. Liebevolles Selbstmanagement, Selbststeuerung fängt da an, wo man weiß, welche Kräfte in einem aktiv sind. Und wenn sich dieses Jochbein zeigt, und so zeigt, dass es zu viel wird, kann man gegensteuern. Ganz pragmatisch und ganz einfach, weil man sich kennt und nicht mehr klein macht für diesen Mechanismus oder hilflos ihm gegenübersteht. Nein, Bewusstsein ist der Schlüssel. Ich weiß, was jetzt läuft. Ich weiß, was jetzt kommt. Und ich sage Nein dazu. Ganz einfach. Und es ist wirklich so einfach. Die Erkenntnis ist der Schlüssel und die Erkenntnis einfach anzunehmen und sich nicht mehr negativ zu beurteilen damit, sondern nach vorne zu gehen und eben zu justieren, das löst diese Blockade sofort auf. Jetzt werfen wir einen Blick auf das Ohr. Und zwar sehen wir am Ohr eine wunderbare Begabung, ein Talent, das sich ganz viele wünschen. Das schauspielerische Talent. Und zwar sehen wir es daran, wenn sich die innere Ohrleiste so hier wie bei mir bis nach vorne zum Ohrloch durchzieht. Hier auf diesem Foto kannst du es auch nochmal nachvollziehen. Dann hat ein Mensch schauspielerisches Talent. Da fragst du dich, ja, wie kann das denn blockieren? Schauspielerisches Talent bedeutet, dass man natürlich vor einer Kamera und auf der Bühne gut in Rollen schlüpfen kann. Aber es bedeutet auch, dass man das im Leben tun kann. Dass man es auch tun kann, wenn man nicht professionell mit Schauspielerei unterwegs ist. Und oftmals ist Menschen, die dieses Talent haben, es gar nicht bewusst, dass sie das so gut können. Weil wir denken ja oft, ja, ich bin ja nicht besonders, das kann ja, können ja die anderen auch. Wir differenzieren ja nie so genau. Wenn wir schauspielerisches Talent haben, dann können wir auch im Leben in Rollen schlüpfen. Wir
können unser Verhalten an Situationen anpassen. Wir können uns gut anpassen. Kann eine Blockade sein, weil wir uns zu sehr anpassen und gar keiner merkt, dass es uns dabei nicht gut geht. Oder wir werden gefragt, wie geht's dir denn? Und uns geht's nicht gut, aber wir sagen, ach, es ist wunderbar, ist alles in Ordnung und die Menschen glauben es. Warum? Weil wir schauspielerisches Talent haben. Und was macht es mit uns? Wir setzen eine Maske auf. Und diese Maske kann uns so blockieren, dass wir gar nicht mehr ehrlich und authentisch sein können. Das heißt, dieses Talent kann zur Blockade werden, ohne dass wir dahinter steigen, ohne dass wir wissen, was mit uns passiert, was da letztendlich auch dahinter steckt. Und Face Reading kann da wieder so eine pragmatische, packbare, direkte Hilfe sein. Weil wir können dann gucken, nutzen wir dieses Talent gewinnbringend oder gegen uns? Macht es den Molly mit uns, sage ich immer gerne. Und wir als Face Reader können diese Informationen unseren Klienten geben. Wir können sie damit konfrontieren und wir können schauen, wie nutzt du diese Begabung? Und bist du dir dieser Begabung überhaupt bewusst? Und darin liegt wirklich wieder so ein Wahnsinnsschlüssel in Selbstkompetenz und Selbststeuerung und eben auch Auflösung von Blockaden, dass ich immer wieder erstaunt bin. Und wie schnell geht es eben durch diese Erkenntnis, ganz klar dieses Talent anders zu handeln und sich eben selbst zu entscheiden, wann nutze ich es und wann nicht? Wann möchte ich es verstecken, wie es mir geht und wann eben nicht? Aber es ist kein Automatismus mehr. Das ist die Lösung in uns selbst, unsere Verantwortung. Wir sind die Chefs unserer wunderbaren Eigenschaften, die wir mitgegeben bekommen haben für dieses Leben. Und Face Reading ist so toll und so direkt in dieser Hinsicht, uns selbst besser zu verstehen und Blockaden zu lösen, von einem auf den anderen Moment durch Erkennen. Jetzt schauen wir uns die Oberstirn an und genauer gesagt unseren Haaransatz an der Oberstirn. Und wenn der Haaransatz hier in der Mitte, wie auf diesem Bild, so eine kleine Ecke aufweist, dann haben wir folgendes Talent. Wir haben einen kritischen Geist. Wir können Dinge gut hinterfragen. Wir können uns Dinge von allen Seiten anschauen. Wir lassen uns nicht so hops nehmen. Wir sind schlagfertig auf eine Art und Weise. Und ja, wir sind alles andere als gutgläubig. Wunderbar, wenn das so ist. Aber auch dieser kritische Geist kann übergriffig sein. Er kann sich nämlich so breit machen, dass er in Selbstkritik ausartet, dass er so groß wird, dass er alles, was wir tun, unheimlich kritisch sieht und so zu einer massiven Blockade wird. Und was noch dazu kommt, und da verweise ich auf ein YouTube-Video, was ich dir hier oben verlinke, wo ich ganz ausführlich darüber rede, denn der kritische Geist, der setzt sich gerne auf unsere Intuition. Das heißt, er blockiert auch unsere Intuition. Und dafür schau dir dieses Video an, um zu erfahren, wie das sich für einen Menschen auswirken kann. Also, auch da haben wir die Möglichkeit zu entscheiden, wie nutzen wir diesen kritischen Geist und wo weisen wir ihn in seine Schranken. Und diese Fähigkeit, durch diese Selbsterkenntnis eben auch einzuwirken und direkt einzuwirken, die schenkt uns das Face Reading. Und ich habe es angekündigt, ich wollte dich auch ein bisschen mitnehmen in meine eigene Biografie. Dass ich irgendwann vor mehr als
weit mehr als 20 Jahren gesagt habe, das Face-Reading wird mein dritter Beruf. Ich bin ja Fotofilmdesignerin und Drehbuchautorin vorher gewesen. Das hatte nämlich auch genau damit zu tun, dass eine Blockade, die ich mein Leben lang mit mir geschleppt habe, wie einen schweren Rucksack, wie einen Hinkelstein, einen Stolperstein, sich aufgelöst hat von einem auf den anderen Moment, als ich mein erstes Face-Reading genossen habe. Und ab diesem Zeitpunkt wusste ich auch, was mein dritter Beruf wird, nämlich anderen Menschen dieses Wissen zur Verfügung zu stellen, damit sie auch schneller in ihre Selbstkompetenz kommen, sich selber besser und gewinnbringender steuern können und vor allem sich zur Geltung bringen, zum Ausdruck bringen und dieses sich selbst im Wege stehen und sabotieren aufhört und eben direkt. Was ist da passiert? Ich habe meine Jugend über und meine, ja, auch in den 20ern mit einer Blockade zu kämpfen gehabt, die, ja, mich wirklich beeinträchtigt hat. Ich habe damals ganz eng anliegende Nasenflügel gehabt. Nasenflügel sind in Beziehung zu setzen mit unseren Lungenflügeln und wenn sie eng sind, dann verhindern sie, dass man frei sprechen kann in Situationen, die über den vertrauten Kreis hinausgehen. Also größere Gruppen, ein Kreis, der ein bisschen fremd ist, Bühnen etc. Und ich hatte panische Angst davor. Und diese Situationen zu versagen, wenn ich vor Leuten sprechen sollte, hat mich so belastet und ist natürlich auch eingetreten. Und mein Radius wurde auch immer enger und er hat mich auch von meiner in meiner Berufswahl total eingeschränkt und beeinflusst, sodass ich mich wirklich klein gefühlt habe und das Gefühl habe, ich kann mich nie richtig zum Ausdruck bringen oder ein großes Publikum zu erreichen mit dem, was ich zu sagen habe. Das ist aber nicht so, weil bei meinem ersten Face-Reading habe ich erfahren, ja, das kannst du nicht so gut vor Leuten sprechen, aber die Lösung ist, du kannst das verändern. Du kannst durch Atemübungen, durch Joggen gehen, dich ein Stück weit darauf konzentrieren. Du kannst deine Intuition nutzen, um über diese Dinge hinwegzukommen. Du hast ein Jochbein, was dich auch stärkt in deinem Auftreten und in dem Wunsch, deine eigene Originalität zu entwickeln. Und. Alles wurde miteinander in Beziehung gesetzt und das Drama aus meiner Kommunikationshemmung war auf einmal so klein. Und vor allem habe ich Informationen mitbekommen, wie ich es auch ein Stück weit stärken kann, dass ich dieses Lampenfieber oder diese Blackout-Gedanken loswerde und dass sie eben nicht so groß werden und den Molly mit mir machen und immer wieder Situationen kreieren, die mich in diese furchtbaren Situationen bringen. Mindset natürlich auch. Aber eben ganz konkret nicht irgendein Ratschlag von irgendjemand aus der Erfahrung von irgendjemand, sondern von jemandem, der mich angeschaut hat. Und sofort erkannt hat, wie ich gestrickt bin und mir sagen kann, das und das kannst du tun, um das anders zu handeln. So easy. Den nächsten Tag sofort konnte ich damit loslegen und die Schwere war weg. Und ich dachte, ja klar, okay, das ist so, das ist so und das ist so. Damit kann ich doch was anfangen. Seitdem arbeite ich so, seitdem habe ich mega Erfolg damit. Bei Jugendlichen, mit denen ich angefangen habe, in der Berufsorientierung und mit allen Zielgruppen. Und jetzt liebe ich es, dieses Wissen an andere Menschen weiterzugeben in meinen Ausbildungen und freue mich, dass eben dieses Tool jetzt so en vogue ist, so genommen wird, so viel bewirkt und uns eben in diese Selbstkompetenz, ja, katapultiert, kann man sagen, weil es eben schnell und direkt ist. Das natürlichste Coaching-Tool ist für mich im Gesicht zu lesen, in unserer Erscheinung,
weil es so direkt mit unserer Individualität zu tun hat und es keine allgemeinen Ratschläge und Systeme sind, die wir übergestülpt kriegen, sondern wir können mit uns arbeiten, wirklich mit uns, mit diesen Informationen. Wenn dich das neugierig gemacht hat, wenn du sagst, ja, so ein Tool habe ich mir schon immer gewünscht, weil ich auch mit Menschen arbeite, weil ich mit Menschen zu tun habe, weil ich Menschen besser verstehen möchte, mich besser verstehen will und dieses Handwerkszeug weitergeben will, ja, dann zögere nicht, nimm zu mir Kontakt auf oder komm zu einer der Schnupperabende, Webinare oder ja, buche ein kostenloses Beratungsgespräch oder entscheide dich direkt für die Ausbildung. Das machen auch ganz viele aus dem Herzen heraus, weil es jetzt dran ist. Ich freue mich, dass du zugehört hast bis jetzt. Abonniere auch gern hier meinen YouTube-Kanal. Jede Woche gibt es ein Video für dich und danke. Alles Liebe und vertrau dich.